Hallo, liebe Freunde. Heute ist der 24. Mai und wir machen uns auf den Weg in die Cowboy-Welthauptstadt. Der Name Bandiera kommt aus dem Spanischen, das heißt so viel wie Flagge, Banner, hat also nichts mit dem ukrainischen Nationalisten Stepan Bandera zu tun. Wir wurden im Besucherzentrum herzlich begrüßt und haben viele Informationen erhalten. Die Leute waren alle sehr angenehm. Im Besucherzentrum gab man uns die Empfehlung, gleich nach nebenan in den Antikladen zu gehen. Dieser soll weit und breit der größte seiner Art sein und wir haben uns wirklich überzeugen lassen, es stimmt.
Äußerst interessant war für uns der Besuch im Museum über die Grenzlandzeit in Texas. Wir waren wirklich der Meinung, ein gut geführtes Museum zu besuchen, aber letztendlich haben uns viele Exponate an eine Art Sammelsurium in einer Rumpelkammer erinnert. Also wir sahen Dinge, die nach unserem Empfinden in einem Museum nichts zu suchen haben. Wie zum Beispiel Schädelknochen oder Zähne oder ausgestopfte Tiere, die nicht mehr sehr ansehnlich waren. Oder auch zum Beispiel ein heller Hut, der sich durch eine dunkle Banderole hervortat. Aber diese Banderole war nicht aus Stoff, sondern aus Schweiß. Zum Schluss sahen wir uns in der Abteilung um, die sich ausschließlich um das Cowboy- und Cowgirl-Leben drehte. Diese Abteilung hat uns am besten gefallen.
Musik.